Musst du, mein Kleiner? Ja. Warte. Dieses Zeug ist Müll. Was? Eine Fälschung. Wo hast du es her bei hier? Bitte, ich brauche einen Arzt. Sag mir erst, woher du es hast. Geht nicht, hab's versprochen. Der Kerl ist nützlich. Bringt mir Sachen von draußen. Wie gepanschtes Antizin. Und wenn das Kinder kriegen, sollen die das auch durchmachen? Himmel, nein! Dann sag mir, woher du es hast. Yusuf, ist doch kein Problem. Einer der Späher. Also, merkwürdiger Kerl. Er lebt auf dem Dach. Also ganz einfach, Leute. Wir machen das so. Schorle, also mein Mitschüler, nimmt seine Axt und rammt ihn erstmal in den Brustkorb. Dann ist schon mal der Brustkorb offen. Dann brennt er schon mal nicht so und explodiert nicht. Und ich nehme dann einer meiner unzähligen Gasrohre und Wasserrohre. Braucht aber einen Arzt. Ich dachte, der wird ein Zombie. Wir sollten ihn und dann geht das voll ab. Wenn er einen Arzt braucht, dann hol doch einen. Wo? Ja. Ja, süße. Schau, komm mal bitte her. Worauf stehe ich? Und nimm das mal bitte auf. Ich stehe doch in der Luft, oder? Gut. So, Select, ja. Crafting. So, was soll ich machen? Hm. Ja. Gut, habe ich. Eine Süße. Sie sollten sich das ansehen. Falsche Chargennummer. Ist das eine Fälschung? Jemand ja. Am 21. hat's geschluckt und kann sich jetzt nicht mehr rühren. Aman, geh zu ihm. Wo hat er es denn her? Von Yusuf, einem der Späher. Er wird es kaum hier herstellen. Jemand muss es ihm liefern. Ich red mal mit Yusuf. Je eher, desto besser. Tun Sie ihm nichts. Sprechen Sie mit ihm. Der hört doch sicherlich ab, oder? Der haut doch sicherlich ab. Yusuf? Willkommen bei Yusuf. Was du suchst, ist schwer zu kriegen. Dann frag Yusuf. Yusuf hat alles, was du brauchst. Ich brauche Antizin. Aber ja, natürlich. Freund, heute ist dein Glückstag. Nein, Yusuf, es ist dein Glückstag. Weil ich das auf der Twitch-Seite so angegeben habe, deswegen. Also Leute, ich spiele keinen Forza, ich spiele Bahir, sagst du? Ich kenne keinen Bahir. Ja, ich weiß. Er wäre an deinem gepanschten Antizin fast gestorben. Gepanscht? Bist du sicher? Es taugt nichts? Ich hab den Kerlen ganze 10 Ampullen abgekauft. Für gutes Geld. Kerlen? Ja, das ist eine heikle Angelegenheit. Wer, Yusuf? Mir geht gleich die Geduld aus. Da ist ein Gebäude neben der Apotheke. Da hausen ein paar Überlebende drin. Ich weiß nicht, wie viele. Ich war noch nie drin. Sie haben Arzneien. Einiges davon ist echt. Wohl aus der Apotheke. Aber sie stellen auch selbst welche her. Mein Kontakt ist ein Kerl namens Bento. Okay. Kalt. Mm-hmm.
Du stehst eigentlich nur mit einem Bein an der Kante. Nein. Du warst halt ganz normal an der Kante. Mitten auf die Fresse. Herrlich. Weiß ich. Letztes Mal hatte ich $75 gefunden. Crane, hier Lena. Ja, was ist? Wir haben noch zwei Ampullen Pseudo-Antizin gefunden. Bracken ist stinksauer. Logisch. Und bei hier? Stabil. Aber hätten wir ihn 10 Minuten später gefunden, sähe das anders aus. Das Zeug tötet Crane. Sie müssen diesen Punchern unbedingt Einhalt gebieten. Mach ich. Grüße. Und Geld gefunden. Ihr wirft Messer auf die Zombies. Wurfmesser. Unendlich viele. Yeah, fetter Gangster, Junge. Schau, komm her. GTA-Style, in dein Gleit. Hat diese Kiste ein Schloss? Ja! Also, oh. Man sagt, du verkaufst Antizin? Wer sagt das? Ein kleines Vögelchen? Derselbe, der auch sagt, dass du Dreck zusammen kochst und in falsche Ampullen füllst. Müll? Meine Formel ist um Längen besser als dieser Mist aus den GRI-Paketen. Sie hält nicht nur gesund, sondern verleiht auch Superstärke. Unglaubliches Tempo. Und Laseraugen. Ich könnte dich mit einem Blick verbrennen. Ja. Ich mach deinen Laden dicht. Ja, Yusuf sagte schon, du würdest Ärger machen. Tja, Yusuf hatte wohl recht. Und du bist so gut wie tot. Hast du die Hose voll? Komm ab und stell die!
Lena, hier Crane. Geschafft. Richten Sie Bracken aus, die Puncherbude hat dicht gemacht. Gut gemacht, Crane. Das freut mich sehr. Geht's Ihnen gut? Ja, aber Yusuf hatte Sie schon vor mir gewarnt. Das hatte ich befürchtet. Bracken wollte ihn einsperren, aber er war schon abgehauen. Wenn er zurückkommt, knöpfe ich mir den Kerl mal vor. Außer bei hier krallt ihn sich zuerst. Ja, jetzt habe ich Bock noch. Müll kann man immer gut gebrauchen. Jo. Komm her. Ich hab dich gerade geheilt. Ja. Herrlich. Ja, so. Irgendwo ein Collectible. Na, siehst du? Wollen wir das annehmen? Er hat voll diese Beute.